Ich frage mich gerade, wo das S... Ach, oh. Das Ende ist hier. Heißt, ich bin sogar schon ein zu weit gegangen. Du bist zu weit gegangen. Es tut mir leid. So. Oh, die Musik ist cool. So, alles weg. Na, so. Und dann haben wir es ja gleich geschafft hier. Ah ne, hier müssen wir auch noch. Genau, bis hier. La 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 la. Ich weiß ja gar nicht, was ist denn das? Kommt mir mega bekannt vor, ich weiß aber nicht woher. Ach, MC MacLeod. MacLeod. Und dann wollen wir mal den Rest noch holen. Eigentlich soll das wahrscheinlich nicht reichen für unsere Zwecke. Darum machen wir uns mal noch den Rest hier. Oh, bin ich eigentlich behindert im Kopf oder was läuft bei mir falsch? Guck mal hier, was ist das denn? Ich greife mir irgendwie so ein Glas zusammen. Oh mein Gott, manchmal, ne? Manchmal. Ach ja, da war ja noch Zeug. Sorry, ich musste mal lang. So. Dann begeben wir uns mal wieder nach oben. So. Und weiter geht's. Du, da. Ja, jetzt würde das Glas auf jeden Fall reichen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. So ein bisschen soll das doch noch halten jetzt. Und dann können wir den Spaß jetzt zu Ende machen. So. Ich habe ja irgendwie gestern zufällig so ein Spark of Phoenix Video gesehen. Ja, denn ich kenne, das ist auch ein ehemaliger Minecraft-Let's Player, oder der macht, glaube ich, auch noch Minecraft, aber nicht mehr. Huch. Nicht mehr normalen Singleplayer, der hat damals auch ein ziemlich großes Singleplayer-Let's Play gehabt. Der hatte irgendwie eine Version in Minecraft, wo er meinte, dass es ein Update gab, wo Lapis Lazuli zum Craften von... zum Verzaubern genutzt wurde. Ich kenne so eine Version aber gar nicht. Kann das sein, dass das mal zwischendrin mal war und ich das übersehen habe und dass das dann wieder entfernt wurde? Oder wann war das? Ich bin da ein bisschen... Oh. Raus. Muss ich gestehen, also... Keine Ahnung, wer das, was das soll, war, aber ich habe es nie mitbekommen. Wenn da einer von euch Ideen hat, wann das war und wie das funktioniert oder ob es das vielleicht noch gibt, dann sagt mir mal Bescheid. Das wäre doch sehr interessant. So. Haben wir das geschafft? Nehmen wir doch kein richtiges Holz, ich nehme einfach mal das hier. Das ist normales Eichenholz, okay. Dann ist ja okay. So. Da war ein Creeper. So, lalalalala. Dann nehmen wir gleich mal die Bäume ab. Kann ja nicht schaden.
Den einzigsten Schaden hast ja auch nur du. Das war sehr beleidigend. Ist ja geil, hier auf den Zäunen so lang zu laufen. Ich muss aufpassen, dass mich der Skelett da nicht runterschießt, was ich gerade gehört habe. Und ich guck mal, ob ich hier irgendwo ein besonderer Mob sehe, aber hab grad nichts gesehen. Ah, super. Da kann ich hier... Oh, hier fehlt auch noch eins. Nee, hier. Und hier fehlt auch alles komplett. Dann esse ich mal kurz was. Wir wollen das sowieso unser Level wieder, die wir gerade benutzt haben, zum Verzaubern. Vernutzt haben. Klack. Komm her. So. So. Ups. Glück bin ich ein Stück weggegangen, sonst bin ich wahrscheinlich derbst gegen irgendwas dann vorgehauen und wäre gestorben. Oh, eine Hexe. Nein. 9 Sekunden Vergiftung. Und Langsamkeit. Na super. Guck mal, ich drei Hexen gleichzeitig hier. Die ist ja hart. Wow. Da hat der Creeper im Creeperloch gewartet. Oha. Juhu. Stirb. So. Da sehe ich noch ein XP-Kügelchen, genauso wie hier. XP-Kügelchen! Schade, erwischt hat sie mich trotzdem. Eventuell irgendwo Moment, ich muss mal ganz kurz hier die Bäume pflanzen. Komm mal her. So. Wie geblieben? So. Ja, da war ich ja eh voll mit Schafen ist, können wir die Schafe auch einfach färben. Und eine Weiche und Zeit und so Zeug holen.
Oh, da ist ein Feuerskelett. Ich brenne! Wow. Echt jetzt? Ich habe jetzt gar nicht auf mein Leben geachtet. Stirb doch! Okay. Was? Ich bin im Ladenmodus. Ach komm, ey. Ja, ich war vorhin im Ladenmodus, weil ich die Mods ausprobieren musste. Wollte. Ach komm schon. Ja. Wir haben es verstanden. Wir haben es alle verstanden. Stirb bitte einfach. Schlägt doch keine Frauen. Doch, super. So. Nein, natürlich nicht, aber solche. Lass mich gefälligst in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Kann doch nicht sein, Alter! Ah! Oh, jetzt reicht's! Dreimal gestorben schon, das ist super. Ich sollte mir echt abgewöhnen, frühe Aufnahmen zu machen. Er hat gerade so viel Bock und dann sowas und naja. So, ich hoffe, wir haben es jetzt bald, sonst stelle ich die Monster aus. Na, ich stelle uns einfach raus. Danke für mein Zeug. Ach ja. So, hier haben wir alles. Na gut. Da hab ich euch mal demonstriert, wie man innerhalb von 3 Minuten 3-mal sterben kann. Gefällt mir super. Bin auch voll happy drüber. Ja, Kohle kann man auch wieder ausmachen, aber Kohle ist nicht unbedingt das, was ich mir... Was ich noch machen möchte. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Kohle. So. Aber ich glaube, wir können unser Zeug komplett enchanten. Das wird sonst gar nichts mit den Viechern. So. Schwarzpulver haben wir noch. Genau. Ich habe versucht, mit dem Thema zu treffen. So, TNT. 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 Und TNT. Da haben wir 17 TNT. Jetzt müssen wir uns mal den ganzen Spaß hier wieder sortieren. Das kommt dahin. Das kommt dahin, das kommt dahin. Glas brauche ich dann erstmal nicht mehr. Obwohl, ich habe eine Idee eventuell.
kann auch nicht sagen, ob das so hin oder ob ich mir das vorstelle. So, muss man erstmal hier. Also Spaß wegmachen. So, dann stellen wir uns hier hin. Ist das mal, dass wir dann so eine richtig altmodische Kakteenfarm jetzt. Ich weiß nicht, warum, aber ich hab Bock dazu. Wir haben ja noch nie gemacht im Let's Play. Ich habe die früher übel gerne gemacht. Ich bin auch ein Freund von Kakteenfarmen. Ich weiß nicht warum. Aber ich bin ein Freund von Kakteenfarmen. So. Dann müssen wir nämlich hier jetzt mal den machen. Dass wir die einzelnen Dinger hier haben. Das ist nicht schlimm, dass ich da noch reingegraben habe. Dann müssen wir ja noch eine Runde. So. Jetzt gehen wir ja noch zwei herunter. Ist ja kein Ding. Jetzt ist Erde mit Erde aufgefüllt. Das heißt, es wird auch schnell gehen. Das habe ich ja eigentlich drauf. Effizienz 1. Na gut. So, die zwei Felder tief sind natürlich nur, damit wir hier drin auch stehen können und eventuell Fehler beheben können. Ich glaube, ich heb die Erde schon gar nicht mehr auf. So, erstmal einen Apfel kurz. Dann haben wir hier die Brote. Dann haben wir da eine ganze Menge grünen Farbstoff auf jeden Fall, das gefällt mir. Dann haben wir ja noch braunen Farbstoff durch die, na, wie heißen sie? Kakaobohnen. Da können wir ja ruhig mal mit dieser Farbstoffproduktion gehen, warum nicht? Ist ja sowieso so ein kleines, Freizeitapartment hier eher, das ist ja, weiß nicht, es ist irgendwie alles hier so ein bisschen chilliger eingerichtet als unsere Hauptwelt. Oder Hauptgegend, die Welt ist ja dieselbe. Wegschmeißen kann ich dann mal gar nichts eigentlich. Ich könnte manchmal das Zeug machen, aber es bringt mir auch nichts, weil. Na gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, das passt ja perfekt. War gar nicht geplant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mach das doch lieber so. 8. Oder machst du das anders? 8. Dann kommt hier ein Wasserstrom hin. Ich hoffe gerade, dass ich eventuell auf den Weg rauskomme. Das wäre klasse. Wie? Haha! Würde glaube ich trotzdem nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Dann müssen wir es komplett einen höher machen. Da müssen wir es komplett einen höher machen. Dann kann man halt doch nicht so gut laufen hier drin, ist aber auch egal. Stört ja keinen. Also wenn es jemand stört, dann sowieso nur mich. So. Ich weiß, war ja richtig. Dann machen wir das nämlich auch ein höher. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dann liegt das hier. Dann gehe ich hierher, klack und hol es mir.
Super, so, dann, geht's mal weiter. Check hier nochmal zu machen. Dann müssen wir jetzt ja... auch hier wieder... So, warte mal, jetzt kommt jetzt hier... noch Sand drauf, weil wir müssen die Kakteen ja auch platzieren. Und unten drunter, das ist ja dazu da, dass der Sand nicht runterfällt. Genau. Dann kommt hier Sand drauf. Dann wächst die Kaktee ein Feld hoch.